Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Digge, das ist der Ramses, das ist der Hannes. Moin. Und wir... Eine Moin-Maß, genau, da ist dann... Eine Moin-Maß. Guten Morgen-Sun drin. Wir wollen wieder ein weiteres Maß-Getränk testen, was ich beim Bavaria-Blogger-Kanal gefunden habe, nach der Schoko-Maß. Kommt jetzt nämlich die Bambucha-Maß, wenn die so heißt. Ich weiß nicht, was der Name bedeuten soll. Theoretisch hätten die das auch die Erdbeer-Maß nennen können. Denn die haben da als Grundierung wieder Bier rein. Dann eine Erdbeer-Fanta, die sie aus der Tschechei haben, und dazu dann irgendwie Kirschlikör. Also vielleicht ist auch die Erdbeer-Kirsch-Maß. Wir haben jetzt wieder andere Sachen, um die ein bisschen umzumodeln in unserer eigenen Kreation. Das ist trotzdem Bambucha-Maß. Es soll nämlich irgendwie was Sommerliches, Cocktailartiges, Erfrischendes darstellen. Genau so ist es. Und deswegen hat uns der Eiskorpions wieder mal Maßkrüge geschickt, damit wir die Maß testen können, weil ohne Maßkrug keine Maß. So einfach ist es, das ist der Spaß. Dankeschön, iScorpions, immer für die Maßkrüge, denn die sind ja teuer. Und was nicht teuer ist, ist dieses Schloss Hefeweizen. Weil wir machen normalerweise 3 Komponenten Maß, das heißt, wir hätten eigentlich nur Bier nehmen müssen, eine Erdbeerlimonade und oben einen Kirschlikör, dann wäre das 3 Komponenten Maß, aber ich wollte keinen Kirschlikör kaufen. Wir füllen erstmal das Bier ein. Das ist die Grundlage, das ist ein halber Liter, dann müsste das ja schon halb voll sein. Wir haben natürlich wieder Plastikflaschen genommen, damit ihr euch aufregt, was für Assis trinken denn da aus den Plastikflaschen, das Bier. Das ist eine Todsünde in Bayern, aber ich komme ja nicht aus Bayern. Nur der Hannes und deswegen... Ja, ist mir das wurscht. Hannes, pass auf dein Leben auf, die trachten dir schon. Das macht nichts. Halbes Maß Glas ist schon voll. So, dann haben wir ja eigentlich... Ach komm, wir müssen jetzt zur Fanta greifen. Pupsi hat nämlich gesagt, es gibt doch Fanta mit Erdbeer. Aber nicht nur Erdbeer, sondern... Erdbeer-Kiwi. Strawberry-Kiwi. Das ist Englisch, Kiwi. Strawberry und Kiwi, Erdbeer-Kiwi. Das heißt, wir füllen das jetzt als nicht-alkoholisches Zusatzkomponente hier ein. Der trinkt einfach so. Warte, ich probiere auch mal. Die Kiwi schmeckt mir schon aus. So, die Kamerafrau probiert auch ganz kurz. Die Fanta ist übrigens das Einzige, was wir vergessen haben, in den Gefrierschrank zu stellen, weshalb die jetzt natürlich total schaumig ist und eben nicht gekühlt. Nicht gekühlt, aber wir haben jetzt schon eine super schöne erdbeerfarbige Maß kreiert. Das macht alles gar keinen Sinn, Hannes, wenn ich mir das hier drüben angucke. Das Glas ist doch schon voll. Als 3-Komponenten-Maß haben wir oben ja immer ein Schnäpsle drauf und weil das ja nicht viel ist, hauen wir uns jetzt schnell ein feiges Früchtchen rein. Das ist Likör mit Feigengeschmack, weil es ist ja, wie soll ja ein Cocktail sein. Bei uns gibt es also jetzt ein feiges Früchtchen obendrauf zur Veredelung. Das müsste jetzt schon so eine Erdbeermaß sein. 3 Komponenten Erdbeermaß. Aber da die ja Kirschlikör hatten und das eigentlich dazu gehört, wir aber keinen Kirschlikör kaufen wollten, haben wir ein Erdbeerlikör gekauft, weil die Pupsi gesagt hat, der schmeckt auch so, den kann man auch so trinken. Es ist ein Limes, den Begriff Limes kenne ich nicht und deswegen werden wir da jetzt noch ein bisschen von diesem diesem Erdbeer-Limes reinmachen. Sonne, das ist Sonne-Limes mit mildem Wodka veredelt, ein wunderbar fruchtiger Drink mit frisch pürierten Erdbeeren und mildem Wodka, gut gekühlt, pur auf Eis oder mit Sekt zu genießen, ein sonniges Vergnügen. Jetzt haben wir nicht mal was zum... Darf man den schütteln? Ja. Ja, ja. Dürfte ja keine Kohlensäure drin sein. Jetzt ist der Hannes umgefallen. Habt ihr das gehört? Jetzt bin ich hier. So, dann schütteln wir mal, machen das mal auf und haben dann statt Kirschlikör Erdbeer-Limes, damit es immer mehr eine Erdbeermaß wird. Die ist sehr sämig und sehr kräftig. Ich probiere jetzt trotzdem mal kurz einen Schluck. Das ist gut. Limes ist immer gut. Nee, da ist Wodka drin, das geht nicht. Kennst du das so? Willst du mal probieren, Hannes? Ich kenn's.
Haben wir früher immer an Silvester separat noch als Stammball bekommen. Mir schmeckt's nett, wie Pupsi gesagt hat. Es brennt total, weil es so extrem edel süß ist, so richtig süß. Und dann kommt so dieser likörische Brand durch und puh. Ja, musst du eiskalt genießen, das muss man einfach eiskalt genießen. Wir machen auch nicht so viel, wir machen hier drei Schwätzler, können wir so drauf machen. Rundungen. Einfach drei Rundungen, genau. Denn wir haben noch eine Zutat. Obwohl wir schon in der Drei-Komponenten-Maß bei der vierten Zutat sind, haben wir noch eine fünfte Zutat, damit es keine Erdbeermaß wird. Und wir keinen Kirschlikör haben, haben wir dafür Capri-Sonne Kirschgranatapfel besorgt. Das ist nämlich jetzt die Capri-Maß, die Sonnenmaß. Und das werden wir jetzt noch auffüllen, dass da eben auch Kirsche drin ist, um keine Erdbeermaß zu haben, sondern eine ja, Kirsch-Erdbeer-Sommermaß. Weil das ist ja dann so. Ich habe so einen Beutel noch nie gesehen. Das Highlight-Ding. Ja, die Kamerafrau kann den Rest bestimmt dann trinken. Tun wir das ja auch mal irgendwie so. Ach, ist da nichts drin an Alkohol? Ja, das ist Capri-Sonne, als ob da Alkohol drin ist, Hannes. Der Hannes hat immer gedacht, in der Capri-Sonne ist Alkohol. Deswegen, ja, deswegen habe ich mir immer gekauft. Nehme ich immer den Kindern mit in die Dings. So, hier, der Rest ist für dich. Oder warte, ich probiere mal, weil du bist beschäftigt. Das ist schön kühl und schmeckt nach Kirsch mit Granatapfel. Und dann würde ich sagen, das Glas ist voll. Mehr muss da auch nicht rein. Es sieht immer noch aus wie eine Erdbeermaß, aber es ist ja die. Wie heißt? Bambucha. Bambucha? Bambucha? Bambucha. Musst du nochmal aufs Handy gucken, ist ja wichtig. Also, man muss es ja auch richtig hier. Jetzt muss ich eben 3 Jahre dein Gespräch suchen, was da steht. Der Hannes hat eine Bambucha-Maß vom Bavarian-Blogger-Kanal. Jo, Bambucha. Dann würde ich sagen, guten Durst, ja, Hannes. Prost. Diesmal ist keine Wespe dazwischen, ja, das ist wichtig. Und hoffentlich schmeckt's. Besser als die Schokoding. Ja, kann man besser trinken als die Schokomaß. Schlägt nicht so auf den Magen. Es hätte schon wieder noch mehr kühler sein müssen. Da ist jetzt so viel Fanta drin, die nicht gekühlt war, die halt jetzt einfach da Wärme reinbringen. Wenn die noch gekühlt gewesen wäre, wäre das noch perfekt. Top. Irgendwie schmeckt es jetzt auch nicht so süß. Es schmeckt sogar irgendwie ein bisschen wässrig, finde ich. Wenn du das einfach so trinkst, fehlt mir ein bisschen Geschmack. Ich hätte jetzt gedacht, durch das ganze klebrige, süße Zeug, dass das jetzt richtig rein pfeift. Aber, ne. Es riecht süßer, es sieht süßer aus, aber es ist gar nicht so süß. Es ist trotzdem eigentlich eine Erfrischungsmaß, Wasser mit Geschmack. Kann man also trinken, Bambucha-Maß, mit Kirsch, mit Erdbeer, mit Bier, mit allem drum und dran. Wir werden weiter mal den Kanal verfolgen vom Bavaria-Blogger und schauen, ob wir noch andere Maß-Kreationen oder die Wespen-Maß. Genau. Das ist so süß, da kommt gleich die Wespe an, nein. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Oh, jetzt hat's. Euer Ramses und euer Hannes. Tja, servus. Die suchen bestimmt ihren Bruder von vorhin, deswegen. Ja.